Wenn man die Welt bereisen will, will man natürlich so weit wie möglich von zu Hause weg. Aber warum? Wir haben einen wunderschönen Kontinent und wir können durch alle 28 EU-Länder frei reisen. Darum werden wir dieses Jahr alle 28 EU-Länder besuchen und das werden wir unter anderem musikalisch machen. Die schönsten Orte werden wir sehen und wir empfangen tolle, tolle Gäste. Unsere Reise startet jetzt, also ihr könnt gespannt sein. So schön klingt Europa. Willkommen im nächsten EU-Land. Dieses Land ist eine Insel. Es gibt einen nördlichen Teil und einen südlichen Teil. Der nördliche Teil ist kein EU-Land, der südliche Teil wohl. Es gibt eine Grenze, die heißt die Green Line, die läuft durch die Hauptstadt. Und hier wachsen in der Hauptstadt auch Limonen. Ich bin in Nikosia in Zypern. Die Republik Zypern liegt am nordöstlichen Ende des Mittelmeerbeckens und hat ungefähr 950.000 Einwohner. Am 1. Mai 2004 wurde Zypern nach mehr als 30 Jahren Beitrittsanstrengungen zu einem vollwertigen Mitglied der Europäischen Union. Nikosia ist die einzige Hauptstadt in Europa, die noch auf zwei Länder aufgeteilt ist. Und hinter mir ist die Grenze, die Green Line. Auch wenn es jetzt keine EU mehr ist, will ich euch trotzdem noch die andere Seite der Stadt zeigen. Ich werde jetzt die Grenze rübergehen, mal schauen, ob es überhaupt klappt. Nordzypern ist der türkische Teil der Insel Zypern und ist noch recht unbekannt. Die Insel ist seit dem Jahr 1974 geteilt. Während der griechische Teil der Insel fest im Wissen der Tourismusindustrie angekommen ist, ist der türkische Teil noch recht unbekannt. Die türkische Republik Nordzypern wird außer von der Türkei von keinem Land als eigenständiges Land anerkannt. Gerade in der geteilten Stadt Nikosia kannst du den Unterschied zwischen den beiden Inselteilen bemerken. Kleine Geschäfte auf der einen Seite und eine Fußgängerzone mit McDonald's und Co. auf der anderen Seite, wie sie in jeder deutschen Stadt sein könnte. Währung ist die türkische Lira in Nordzypern. Ich bin in Paphos angekommen und Paphos ist der Touristenort von Zypern. Viele Engländer, Deutsche und Holländer verbringen hier ihren Sommerurlaub, aber ich bin im Winter hier und trotz allem ist es draußen noch 20 Grad. Was ich jetzt mache, ist ein griechisches Restaurant suchen, weil Zypern gehörte früher zu Griechenland und darum gibt es hier noch viele griechische Restaurants und danach werde ich natürlich der eine oder andere Ouzo trinken, aber erst was schönes Essen. Ich habe mir einen zypriotischen Grillteller bestellt. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist zwischen einem griechischen und zypriotischen Grillteller. Es hat viel Fleisch, Reis, Pommes, das ist was Holländisches ist natürlich, Erbsen, Gemüse, Kohl, wie nennt man das nochmal? Rosenkohl, mag ich nicht so, mag ich nicht. Aber auf jeden Fall sieht es alles sehr lecker aus mit einem griechischen Wein dazu, alles perfekt. Schönen guten Morgen. Heute werden wir unter anderem den Felsen der Aphrodite besuchen und wir fahren wieder Richtung Paphos, wo wir eine archäologische Fundstätte anschauen werden. Aber erst starte ich hier in diesem kleinen Dorf, das heißt Lefkara. Und um genau zu sein, im Oberdorf Panolefkara. Und Panolefkara ist ein kleines Dorf mit ca. 700 Einwohnern, aber eine sehr, sehr, sehr bekannte Sehenswürdigkeit hier in Zypern. Was das Dorf genau zu bieten hat, das werde ich euch jetzt zeigen. Das Bergdorf Lefkara ist in Pano und Kata Lefkara unterteilt. Und weltberühmt für seine handgefertigte Spitze und filigranen Silberwaren.
Das Dorf liegt 650 Meter über dem Meeresspiegel am Fuße Troodos-Gebirges im Südosten der Region und ist ca. 43 Kilometer von der Stadt Larnaca entfernt. Lefkara ist bekannt um seine Spitzenstickereien und es wird gesagt, dass heute noch im Dom von Mailand ein Tuch hängt, das durch Leonardo da Vinci hier in Lefkara erworben ist. Die schmalen gewundenen Gassen und die traditionelle Architektur der alten Häuser mit ihren Terrakottendächern verleihen Lefkara einen sehr malerischen Charakter. Das Dorf ist Teil der 7. Weinstraße Zyperns, die sich von der Bergregion in Larnaca bis nach Nikosia erstreckt. Zypern ist ja das Land von Aphrodite. Und ich bin gerade bei dem Felsen der Aphrodite und ich war hier schon vor einem Jahr. Da bin ich nackt geschwommen hier und dann denkst du, warum hat er hier nackt geschwommen? Das werde ich jetzt erzählen. Der Felsen ist eigentlich ein Hoden von Zeus und ist damals hier im Wasser gefallen. Da hat sich das Wasser geschäumt und aus dem Schaum ist eine Frau entstanden. Aphrodite, sie ist hier geboren und jetzt wird gesagt, dass man dreimal um den Felsen schwimmen muss und hat man ewiges Glück in der Liebe. Das habe ich gemacht, aber ich habe noch immer meine Königin nicht gefunden. Über allen Wolken möchte ich mit dir träumen. Ich hab eine himmlische Vision, dich auf Händen tragen, mit dir lachen, weinen. Du bist meine zärtlichste Mission. Uns gehört die ganze Welt, sie ist wie ein Sternenfeld und wir liegen beide mittendrin. Ich mach dich zur Königin. In mein Traumschloss zieh, in das Land der tausend Träume, findet nur das Herz alleine. Auch wenn ich kein König bin, ich mach dich zur Sterne, bau dir daraus einen goldenen Thron. Uns regiert die Liebe, Welt aus Licht und Wärme. Deine Krone ist der Silbermond. Weil man Glück nicht kaufen kann und dein Herz nicht tauschen kann, nur die Liebe gibt dem Leben Sinn. Ich mach dich zur Königin. Willst du in mein Traumschloss ziehen? In das Land der tausend Träume. Findet nur das Herz alleine. Auch wenn ich kein König bin. Ich mach dich zur Königin. Ich mach dich zur Königin. Willst du in mein Traumschloss ziehen? In das Land der tausend Träume. Findet nur das Herz alleine. Auch wenn ich kein König bin. Ich mach dich zur Königin. Thank you.
Look out, here she comes. Woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel. Because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls. Paphos ist natürlich bekannt für sein buntes Nachtleben, die viele Bars und Restaurants und die Touristen, die hier im Sommer am Strand sonnenbaden. Aber Paphos hat noch viel mehr. Es hat auch Sehenswürdigkeiten und in 2017 war es die Kulturhauptstadt von Europa. Ich werde jetzt die Burg von Paphos anschauen und werde die Königsgräber von Nea Paphos besuchen.1962 wollte ein Bauer bei Paphos seinen neuen Pflug ausprobieren. Eine Ackerfurche dürfte ihm nicht gelungen sein, dafür stieß er auf Teile römischer Mosaike, die heute zu einem ganzen archäologischen Park zusammengefasst sind. Die Königsgräber. Die Königsgräber erhielten ihre majestätischen Namen, da man annahm, so pracht und prunkvoll könnten nur Könige begraben worden sein. Tatsächlich gab es im 3. Jahrhundert vor Christi, aus dieser Zeit stammen sie, in Zypern keine Könige. Wahrscheinlicher ist, dass es sich bei den Bestatteten um reiche ägyptischen Beamten aus der Ptolemäerzeit handelt. Zypern, ein Land mit vielen griechischen Einflüssen und perfekt für einen Sommerurlaub. Beste Reisezeit April bis November und man kann hier einen schönen Strandurlaub machen. Aber man kann hier auch roadtrippen über die Insel. Übrigens, man muss hier links fahren. Ist natürlich auch sehr spannend, abenteuerlich, aber man kann es perfekt machen. Man muss sich dran gewöhnen, immer gut gucken, dass man auch links fährt, über den Kreisverkehr und so weiter. Ich werde mich jetzt verabschieden und werde jetzt von der Insel aus irgendwo anders hinfliegen. Wo das ist, ja, das seht ihr in der nächsten Sendung. Ihr könnt ja schön abonnieren auf unserem YouTube-Kanal oder vielleicht auf Facebook schon folgen, wo wir gerade unterwegs sind. Bis bald, eure Cappuccinos.